dass ihr wisst, was ich meine. Fedole, 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 Fedole. Ein zerfleischtes Räubpferd. Junges Räubpferd. Das wurde aber nicht von dem Fedole erjagt. Das ist da hinten gesessen, das weiß ich, das habe ich heute den ganzen Tag beobachtet. Dann ist es zeitweise hier gesessen und da und dann ist es vorhin mal von einer Feldwespe attackiert worden. Die hat der Heuschrecke beide Hinterbeine abgebissen beim Kampf. Hat die Heuschrecke auch gestochen, die Heuschrecke ist aber trotzdem entkommen. Ist dann hier herumgerannt und ist dann da drüben zusammengebrochen und verreckt. Und die Feldole haben es wahrscheinlich jetzt eben vor der Wespe gefunden. Fedole, sie sind überall. Sie sind überall. Aber wie man sieht, das sind alles Arbeiter. Da drüben habe ich, glaube ich, einen Soldaten gesehen, der da mitrennt. Ist hier ein Männchen? Ist hier noch ein Männchen da hinten? Aber da ist ein Soldat. Das ist der einzige sogar. Das ist eine ganze Masse hier. Na, da ist noch ein zweiter. Mit dieser ganzen Masse hier. Zwei Soldaten. Vielleicht drei. Aber das ist es, was ich gemeint habe. Fedole Soldaten. Fedole Soldaten. Sind nicht für das, für was die Leute glauben, dass Soldaten sind. Ich weiß nicht, bei uns Menschen, das erste, wenn du denkst an einen Soldaten, oder das Wort hörst Soldaten, ist irgendwie kämpfen, prügeln, Mord und Totschlag, verteidigen, mehr prügeln und so weiter. Wenn man Soldat, gerade bei Fedole, denkt, bei Ameisen, also Fedole zum Beispiel jetzt, dann ist das Leben eines Soldaten 95%, wirklich 95%, im Nest chillen, lebender Futterspeicher sein. Oh Gott. Im Nest sein, lebender Futterspeicher sein, also voll gefressen irgendwo sitzen mit Honig oder irgendwas anderem. Oder Nüsse, Beeren und Chitinpanzer aufknacken. Das ist 95% deines Lebens als Fedole-Soldat. Die Ameisenstraße, die dieses Männchen nachrennt. Und die anderen 5% sind dann wirklich kämpfen oder helfen, Beutetiere zu töten. Und das ist aber nur 5% von dem, was du machst. Warum aber zum Beispiel Fedole-Soldaten? Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber wenn ich Futter reinsetze in eine Arena, dann geht meine Fedole-Kolonie hin, dann kommt die Rekrutierung, die jeder kennt, wo 1000 Millionen Fedole plötzlich rausquellen, so und dann sind da Soldaten dabei. Ja, ist es auch meistens. Bei größerer Beute ist das so. Das liegt daran, dass die Fedole-Soldaten dafür benutzt werden, die Beutetiere, die gefunden werden, also hauptsächlich die größeren, vor Wespen und anderen Ameisen zu verteidigen. Und das war's. Die sollen dort aber nicht angreifen, die sollen... Oh Gott. Das ist der Schmissen, oder? Aber die sollen dort nicht angreifen oder sonst was, die sollen nur dort sitzen und mit ihrer Anwesenheit andere Tiere bereits davon abhalten, ans Futter zu gehen. Und ja, das war's. Außerdem haben die Fedole, weil ich heute da weitermache, nur einen Zaun spannen, haben die Fedole hier sowieso ein Paradies. So viele Ohrwürmer und
andere Lebewesen, die zu blöd waren, wegzugehen und getötet wurden. Und oh mein Gott, ich glaube, die Verdolle waren nur mal so. Die haben wirklich, wirklich nur mal darauf gewartet, dass die Sonne weggeht, damit sie dann endlich hier alles belagern können und nach Fressen suchen können. Das Männchen ist weggeflogen, alle Ameisen. Na, da ist es noch. Scheiße, es ist weggeflogen, da sitzt es. Wie ist gerade hyper, hyper, super, mega hyper hin, Alter, wegen diesem einen Männchen. Weil, keine Ahnung, du brauchst mindestens 150 Arbeiterinnen und 4 Soldaten. Und. Waren gerade 4. Das ist ein zweites Männchen. Das probiert da sein Glück zum Wegfliegen. Alter, um ein Männchen Geleitschutz zu geben. Ich würde verstehen, wenn das eine Königin wäre, die da fliegen will. Aber na, ein Männchen, Alter, von dem deine Kolonie mindestens Tausende hat. Die eh kannst du denen geben, ob sie fressen werden oder nicht. Alter, Alter, das ist nicht normal. Fettolle Logik. Dann kommen wieder die Leute, die sich dann so anpissen, weil, oh mein Gott, du hast im Garten gearbeitet, du bist auf einen fucking Käfer draufgetreten. Der arme Käfer! Und dann kann ich ohne Scheiß sagen, dass gewisse Käfer, zum Beispiel diese Sandlaufkäfer, das förmlich provozieren. Da arbeitest du da und schneidest den Zaun weg mit einem Schneider und so weiter. Und schaust, dass da alles gerade ist, und plötzlich klettert dir ein scheiß Sandlaufkäfer am Bein hoch, und du denkst dir, na warum, kannst du nicht wegbleiben, das ist gefährlich. Denke logisch nach, das ist, könnte gefährlich sein. Nö, ich mag an dein Bein hochklettern, ich muss um deinen Fuß rumrennen. Oh, ich bin ein Käfer, ich habe so wenig Gehirnmasse. Oh, ohne Scheiß. Dann macht man da einen Zaun. Da den Zaun. Da drüben in der Ecke ist eine Lasius-Kolonie, Lasius-Niger. Dann macht man da einen Zaun und plötzlich kommt so eine ganze Armee böser Lasius hin. Du hast den Zaun bewegt. Der hat unser Nest berührt. Jetzt müssen wir aggressiv gegen dich sein. Oh mein Gott, die scheiß Viecher, elendigen Blech. Es ist wirklich so Viecher. Die zwei Männchen haben gerade irgendwie so... Keine Ahnung. Die zwei Männchen haben gerade irgendwie so eine Rivalität, wer als erstes losfliegt. Und wenn man immer mehr Arbeiterinnen braucht, Alter, um diesen zwei Männchen Geleitschutz zu geben. Die dann aber nicht losfliegen können, weil ständig Arbeiterinnen auf ihnen rumsteigen. Das andere geht wieder zurück, Alter. Diese Fedole-Kolonie. Der Schwall, der Fedole. Und es werden immer mehr. Und mehr. Heiliges Lulu. Wisst ihr was? Bis es finster wird und Nacht, hat immer noch keiner geschwärmt. Dann gehen sie wieder zurück rein. Und dann am nächsten Tag startet es wieder von vorne. Lasst euch nichts denken. Die Lasius-Kolonie da drüben, wie ich euch gezeigt habe, die hat glaube ich jetzt auch 3 Wochen gebraucht, um einmal erfolgreich zum Schwärmen. Weil sie ständig die Fedole mit eingemischt haben. Aber ne. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.